That can't. Thanks, Hunt Berryman. Thank you.
Getting a little low on supplies here. I'll take whatever I can get. Shotgun ammunition, huh? This? Oh, I think I have some discounts. I don't know. Also, fucking come on, let's do my finish produce right now. Yep, I can stop maximum. Have to do. Come on, let's do this. You know, I really feel like a new man. All these long, thank you for joining my chat, guys. Surging through me once more. So while I head into town in search of some company, could you go make a sale? It'll be a bit of a journey, I'm afraid, but the buyer's offering good money. So, where is it? Where is it? Oh my fucking god, an officer. Power station, let's go. Enjoy the ride. I have no fucking dead eye. Maybe thinking about next.
Yeah, this will take a while. Has stopped right now. Mom. Doing this just only for the level 5. Take this. Pick the middle one with me. Oh, look. The big one. What the fuck was this?
Vielleicht ist das ihre letzte. Die Kleine heute Morgen. Sie hat euch zu Stregobor geführt, oder? Ich weiß, wer ihr seid. Gentry. Dann wisst ihr auch, dass ich Stregobor töten will. Ich war einst eine Prinzessin. Hat er das erzählt? Bis er einen Schläger geschickt hat, der mich töten sollte. Ihr habt ihn getötet. Meiner Mutter? Clear my damn trail! Go! Stregobors Mann hat mich vergewaltigt. Ausgeraubt und gehen lassen. Keine Prinzessin mehr. Ich musste überleben. Ich habe gestohlen, weil ich nicht verhungern wollte. Getötet, um nicht getötet zu werden. Nurhorn und die anderen retteten mich. Sie werden mich auf dem Markt unterstützen, wenn ich Rache übe. So wahr mir Lilith hält, werde ich jeden töten, der mir in den Weg kommt. Es sei denn, das Schicksal schreitet ein. Ihr wollt, dass ich Stregobor für euch töte? Es ist das kleinere Übel. Das höre ich immer wieder. Stregobor wollte, dass ihr auch mich tötet. Weil ich während einer Sonnenfinsternis geboren wurde. Aus mir hätte so vieles werden können. Oh, Lara, I'm in business here. Sie hat in Kosovut ihre erste Schlacht gewonnen. Aber ich stehe hier und versuche euch zu überzeugen, dass ich kein Monster bin. Seid ihr eins? Wie soll ich das wissen? Wenn ich mich schneide, dann blute ich. Das ist menschlich, oder? Wenn ich zu viel esse, tut mein Magen weh. Wenn ich fröhlich bin, lache ich. Wenn ich wütend bin, fluche ich. Und wenn ich jemanden hasse, weil er mir alles genommen hat, dann töte ich ihn. Die Leute nennen euch auch ein Monster. Ein Mutanten. Und was, wenn sie euch jagen? Euch angreifen? Das haben sie. Wieso tötet ihr sie nicht? Weil ich dann... Das bin, was Sie sagen. Wenn ich euch sage, Hexe, dass ich weder auf Rache verzichten will, noch Stregobor verzeihen werde, war's das dann? Ich gebe zu, ich bin ein Monster. Ja. Oder ihr verlasst Blaviken und fangt an zu leben. Ihr entscheidet, Prinzessin. Ich will
für euch ist jedes Mal ein Riesenschloss. Der König und die Königin wollen nicht, dass wir weggehen. Und das werden wir auch nicht tun. Verstehen, wieso? Abschreckende Beispiele wirken bei mir nicht. Die Mädchen galten als verflucht. Es hieß, sie kündigen das Ende der menschlichen Rasse an. Also wurden sie systematisch getötet. Und Ende. Euch wird es gut gehen, Prinzessin. Ihr seid von ihrem Blut. Und der Apfel fällt nie weit vom Stamm. I'm gonna go bad now. See you tomorrow. Thank you for joining my chat and my stream. So, good night.